Nein, du hast schon richtig erkannt. Das ist Eintauchen, eine neue Folge und ich freue mich, dass du dabei bist. Und wir fangen an, wir schalten direkt rüber zu Becky, denn sie hat schon was richtig Cooles für uns vorbereitet. So, ihr Lieben, ich darf heute ein Spiel mit euch spielen und ich habe mir etwas ausgedacht, was ihr vielleicht schon so ähnlich kennt, nämlich eine Art von Hüpfekästchen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das auf dem Pausenhof von der Schule vielleicht spielt oder beim Kindergarten. Das kann man so schön mit Kreide auf dem Boden malen und dann da drauf rumhüpfen. Aber in meiner Version am besten nicht hüpfen, weil es sehr rutschig sein kann. Und zwar habe ich auf jedes Papier eine andere Aufgabe drauf gemalt. So. Und das bedeutet zum Beispiel, hier muss man mit beiden Füßen auf das Papier treten. So. Dann mit einer. Dann nur auf Zehenspitzen mit der einen Seite. Beide Zehenspitzen und so weiter. Man kann sich da ganz viele Aufgaben ausdenken und es einfach machen und ausprobieren. Und genau das wollen wir jetzt machen. Ihr könnt euch das gerne auch einfach aufmalen und mitmachen. Okay, fangen wir an. Beide Füße drauf. Dann einen Fuß auf Zehenspitzen. Beide Füße auf Zehenspitzen. Die Arme runter, die Hände drauf. Dann eine Hand hier hin, eine Hand dahin. Auf den darf ich nicht treten, das heißt, ich muss einen drüber, mit der Hand runter und dann beide Füße ans Ziel. Ja, hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Das Coole bei dem Spiel ist, man kann diese Felder einfach anordnen, wie man möchte und es immer und immer wieder spielen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich und ich lege jetzt noch mal eine Runde los und ändere die Felder ein bisschen. Viel Spaß beim Nachmachen! Wer jetzt nach dem Spiel noch nicht warm ist, der kann gleich weitermachen mit Bewegung. Steh ruhig auf, mach ruhig mit, denn wir tanzen ein Lied, das euch hoffentlich einheizen wird. Die Bewegungen sind aber relativ gemütlich. Es heißt, tragt in die Welt ein Licht. Und Zoe wird euch erklären, wie wir tanzen werden. Bei Tracht in die Welt ein Licht machen wir die Hände zu einer Schale. Dann tragt in die Welt ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf das Licht, das scheint. Lasst uns los tanzen. Ja, Oli, cool. Du hast tolle Geschenke bekommen. Ich habe auch ganz viele tolle Sachen. Guck mal, das hat mir zum Beispiel Heiko geschenkt. Süß, oder? Damit ich immer an ihn denken kann. Übrigens, wo wir von Heiko reden, ich rufe ihn mal an, frag, wie seine Ferien waren. So. Hallo Heiko, die Nasti ist hier. Wie geht's dir? Wie waren deine Ferien? Erzähl mal, was gibt's Neues? Hey Nastja, also mein Weihnachten war super. Wir haben ganz viel getanzt und gesungen und gegessen. Aber trotzdem hatte ich immer noch eine Frage. Warum ist denn Jesus Gottes Sohn? Er ist doch ein Mensch, oder nicht? Boah, Heiko, du stellst Fragen. Aber ich versuch's mal zu erklären. Also guck mal, es war schon immer Gemeinschaft in Gott. Also es gab schon immer Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist.
Aber erst seit Weihnachten, also ich meine seit der Geburt Jesu, können wir diesen sogenannten Dreiein-Gott sehen. Und also das bedeutet, seit Jesus geboren ist, ist er gleichzeitig Mensch und Gott. Ja, so einfach ist es. Ah, alles klar. Nee, warte. Hä? Was? Ja, okay, du hast recht. So einfach ist es dann doch nicht. Eigentlich ist es auch für uns Erwachsene ein ziemlich schweres Thema. Ist auch sehr schwer zu erklären. Aber es gibt in der Bibel eine Geschichte, die das meiner Meinung nach am besten beschreibt. Also, wir schauen gleich in die Bibel. Bist du noch dran? Also, es ist die Geschichte, die heißt Geschichte von Jesu Taufe. Johannes war Gottes Bote und die Leute kamen aus Judäa, Jerusalem und von weit her, um seine Reden zu hören. Ändert euer Leben, rief er den Menschen zu. Gott wird bald sein neues Reich aufbauen. Dafür müsst ihr vorbereitet sein. Verhaltet euch so, wie es sich für sein Volk gehört. Es kamen immer mehr Menschen zu ihm und hörten zu. Sie wollten ihr Leben verändern. Johannes taufte sie im Fluss Jordan. Dadurch zeigten die Menschen, dass sie von nun an Gott dienen wollten. Eines Tages kam Jesus zum Jordan. Ich möchte auch getauft werden, sagte er zu Johannes. Johannes verstand das nicht. Ich muss eigentlich von dir getauft werden, meinte Johannes. Tu es trotzdem, sagte Jesus, denn so zeigen wir, was Gott jetzt will. Da gehorchte Johannes ihm und taufte ihn. Als Jesus wieder aus dem Wasser stieg, flog eine Taube aus dem Himmel zu ihm, und plötzlich war eine Stimme von oben zu hören. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich mich freue. Aber was bedeutet das dann, wenn Gott dreieinig ist? Also, zu wem bete ich denn dann? Zu Gott oder zu Jesus oder zum Heiligen Geist? Ha, das ist eine interessante Frage. Wobei eigentlich ist es nicht so wichtig. Weißt du, egal was du im Gebet sagst, es hören ja immer alle drei, denn es ist immer ein Gott. Und alle drei Teile der Dreieinigkeit, die haben alle ihre Aufgaben und jeder ist aktiv und sie alle wollen richtig Spaß mit uns haben und Freundschaft führen und für uns da sein. Oh Mann, ich hoffe, ich werde das irgendwann mal besser verstehen. Ja, Heiko, und man kann es eigentlich nicht alles auf einmal verstehen. Und weißt du, wenn wir gewisse Dinge uns nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Und du brauchst gar keine Angst zu haben, irgendwas falsch zu verstehen. Denn bei Gott geht es einfach nicht um richtig oder falsch, um weiß oder schwarz. Es geht einfach daran, richtig Spaß daran zu haben, Gott zu entdecken. Richtig spannend. Ein Gott und trotzdem ist er dreieinig. Also manchmal sprengt Gott einfach meine Vorstellungskraft. Und um Kraft geht's auch im nächsten Lied. Und zwar geht es darum, derjenige, der mit diesem dreieinigen Gott zusammen sein Leben führt, eine Beziehung mit ihm hat, der bekommt von ihm auch neue Kraft. Und zwar geht das Lied so. Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer dir vertraut, der kann fliegen. Und vielleicht hast du das Lied schon erkannt, denn ich flieg, 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 flieg. Du bist stark, 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 du bist der Stärkste. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist der Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Dumpe, 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 hey! Dumpe, 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 hey! Dumpe, 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 hey! Whoa! Dumpe, 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 hey! Dumpe, 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 hey! Dumpe, 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 hey! Whoa! Du bist stark, 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 du bist der Stärkste. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist der Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer dir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler.
Weil ich dir vertrau, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, 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 bekomme neue Kraft. Weil ich dir vertrau, bekomm ich neue Kraft. Ich vertraue dir, dem der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg mit neuer Kraft. Dumpe, 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 hey! Dumpe, 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 hey! Dumpe, 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 hey! Whoa! Dumpe, 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 hey! Dumpe, 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 hey! Dumpe, 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 hey! Whoa! Du bist stark, 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 du bist der Stärkste. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist der Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer dir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertrau, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, 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 bekomme neue Kraft. Weil ich dir vertrau, bekomm ich neue Kraft. Ich vertraue dir, dem der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg mit neuer Kraft. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertrau, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, 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 bekomme neue Kraft. Weil ich dir vertrau, bekomm ich neue Kraft. Ich vertraue dir, dem der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg mit neuer Kraft. Ja, ihr Lieben, ich freue mich jetzt, mit euch gemeinsam basteln zu dürfen. Und weil wir heute eine Geschichte gehört haben, in der der Heilige Geist als Taube auf die Welt gekommen und auf Jesus gekommen ist, wollen wir eine Taube basteln. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Aber eine wichtige Sache gibt es da noch. Bei dieser Taube kann man unten Sachen dranhängen, die man mit Gott oder dem Heiligen Geist und mit Jesus verbindet. Und dazu sage ich euch gleich mehr, nachdem wir die Taube erstmal gebastelt haben. Lasst uns loslegen. Ich präpariere hier kurz meinen Basteltisch und jetzt legen wir los. Okay, was wir dazu brauchen ist einmal eine Schnur. Ich habe einfach Wolle genommen, aber ihr könnt auch irgendwas anderes nehmen, so ein Paketband oder so Dinger, womit man also Geschenke einpackt. Geht alles. Und wir brauchen natürlich einen Pappteller. Ich hatte zwei, falls bei einem irgendwas schief läuft, aber einer reicht eigentlich auch. Und dann braucht man noch ein paar Stifte, wenn man die Taube verzieren möchte und zum Malen von den kleinen Dingern, die man dranhängen kann. Ansonsten brauchen wir noch eine Schere und einen Kleber. Genau, und mehr brauchen wir gar nicht, um loszulegen. Also fangen wir an. Als allererstes nehmen wir den Pappteller und müssen den einmal hier einschneiden und einmal hier. Ich kann euch das ganz kurz mal aufzeichnen, damit ihr ungefähr seht, wo das ist. Vielleicht nicht mit einem hellen Stift. Also ungefähr hier. Ist jetzt nicht ganz gleichmäßig geworden, aber ihr seht, was ich meine. Und dann schneidet man das hier und hier quasi ab, damit wir Flügel haben für unsere Taube. Jetzt haben wir zwei Flügel. So. Das heißt, es fehlt uns nur noch der Körper der Taube. Und den machen wir jetzt aus diesem Stück. Und zwar malen wir dafür, wie ihr auch bei der Taube hier sehen könnt, die hat hier unten von dem Teller noch diesen Riffelrand und dann sowas Eingeschnittenes. Das heißt, wir nehmen jetzt dieses untere Stück und schneiden einfach quasi hier so ein bisschen schräg hoch und hier auch. Und dann lassen wir es hier rund und lassen hier oben noch einen Kopf dran. Ich zeichne euch das auch nochmal auf, damit ihr seht, was ich ungefähr meine. Also, das kann ungefähr so aussehen. Ungefähr. Man kann es auch ein bisschen größer oder kleiner oder dicker oder dünner machen, wie ihr wollt. Dann nehmen wir die Schere und schneiden das wieder aus. Das sieht ganz schön lustig aus, dieses Ding hier, ne? Das ist unser Taubenkörper. Und der Taubenkörper braucht jetzt noch die Flügel. So. Und so. Dann haben wir quasi unsere
nackte Taube, die muss noch ein Gesicht bekommen. Und das malen wir am besten jetzt drauf, hier oben in den Kopf. Da können wir einfach zwei Augen malen und einen Schnabel. Und außerdem können wir auch, wenn wir wollen, hier unten noch zwei Füße hinmalen für die Taube. Ich male das mal kurz. Ihr könnt es auch gerne dann malen. Das ist jetzt meine Taube mit einem Schnabel und zwei Augen und zwei Füßchen. Genau, jetzt müssen wir nur noch die Flügel an den Körper dran kleben. Und da würde ich euch raten, ich habe so einen Prittstift. Und der Flügel muss mit der geriffelten Seite, die ein bisschen hochgewölbt ist, das kommt hinter den Körper der Taube und wird dann da festgeklebt. Das heißt, wir schmieren ein bisschen von diesem Kleber hier in die Innenseite rein. Jetzt ist der Flügel dran. Genau. Und genau das machen wir jetzt auch mit dem anderen Flügel. Auch wieder in der Innenseite und ungefähr auf gleicher Höhe mit dem anderen Flügel. So, da haben wir unsere Taube mit Flügeln. Damit wir diese Taube auch aufhängen können, kann man eine Schnur nehmen und die quasi hier oben und hier oben einmal festkleben, damit man die irgendwo hinhängen kann, damit es so ungefähr so aussieht wie die da an der Wand. Das sag ich dir nochmal. Die hat auch so eine Schnur, dann kann man sie irgendwo aufhängen. Sieht echt schön aus. Genau. Dafür nehmt ihr euch einfach ein Stückchen Schnur, Wolle oder irgendwas und klebt die von hinten an die Flügel dran. Ich kann euch das auch gleich mal zeigen, wenn ich den Anfang finde. Ah, da ist er. So. Da braucht ihr nur einen längeren Faden. Den kann man dann ganz einfach an beide Enden so dran kleben. Genau, dass der auf beiden Flügeln einmal drauf liegt. Und dann kann man das am besten mit Tesafilm festkleben, weil ich leider keinen Tesafilm habe. Habe ich ein bisschen improvisiert und noch einen zweiten Papier auf meinen Prittstiftkleber drauf gemacht. Das ist ungefähr dasselbe wie Tesa, nur irgendwie ein bisschen anders. Genau, also ihr könnt dafür entweder Tesa nehmen oder ihr macht es so wie ich, dass ihr den Faden in ein bisschen Prittkleber drauf macht und dann noch ein Papier oben drauf, damit der Faden auch gut hält. Und was ihr noch machen könnt, ist die Flügel anmalen, wenn ihr die Flügel habt. So wie ihr seht, ich habe das ein bisschen bunt gemacht. Ihr könnt auch alles gerne nur in einer Farbe machen. Ihr könnt die Taube auch weiß lassen, ganz was euch gefällt. Ihr könnt auch hier oben noch was reinmalen oder hier. Also ihr seid in der Gestaltung ganz frei. Und was ihr noch machen könnt, ist, ihr könnt euch gerne überlegen, was für euch Gott und der Heilige Geist und Jesus bedeuten oder was ihr damit verbindet. Ich habe zum Beispiel hier noch unten vier Sachen dran gehangen, die sich ein bisschen umgedreht haben. Aber das eine ist eine Sonne, weil ich viel Wärme und Licht damit verbinde. Das andere ist ein Regenbogen, weil ich das Gefühl habe, dass auf der einen Seite ich bin, auf der anderen Seite ist Gott und der Heilige Geist und Jesus und wir sind verbunden. Und es ist so schön bunt, unsere Beziehung und unsere, ja, unsere Kommunikation und unser, wenn wir miteinander reden und so, ist es einfach schön. Und ein Herz, weil Gott mich so lieb hat und ich ihn auch sehr lieb habe. Das heißt, es darf auf keinen Fall fehlen. Und außerdem habe ich noch einen grünen Zweig oder sowas Ähnliches gemalt. Weil grün irgendwie für mich Hoffnung ist und ich finde, dass das gibt so viel Hoffnung. Und dieses Grüne, das man überall in der Natur sieht, dass man einfach weiß, dass Gott so gut ist und dass es so viel erschaffen kann und so viel Natur und Freude einfach da ist. Genau. Und ihr seid aber ganz frei zu malen, was ihr wollt. Also ihr müsst nicht unbedingt diese vier Dinger da dran malen, sondern ihr könnt alles Mögliche malen. Wenn ihr sagt, mit dem Heiligen Geist, da verbinde ich voll irgendwie den Wind oder eine Glühbirne oder weiß ich nicht was, dann könnt ihr auch gerne das malen, wie auch immer man Wind malen möchte. Aber seid frei, wirklich irgendwas zu malen, was euch einfällt oder was ihr damit verbindet. Genau.
und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und ich freue mich, eure Ergebnisse zu sehen. Wie schön diese Taube geworden ist. Danke, Becky. Ich bastel auch gleich los und ich hoffe, du auch. Und bevor wir aber jetzt tatkräftig werden, will ich noch erstmal mit uns beten. Danke, dreieiniger Gott, dass wir zu dir beten können, dass wir mit dir unser Leben verbringen können, dass wir von dir lernen können und so viel Kraft von dir tanken können. Ich bitte dich, segne du die Woche, die kommt. Jetzt kommt ja auch bald der Start ins nächste Schuljahr. Bitte segne du, dass alles gut läuft und ja, lass uns spüren, dass du ganz, ganz nah bei uns bist. Amen. So, und ganz zum Schluss habe ich noch die wunderbaren Bilder von Sophie und Elisa da, die uns ihre schönen Weihnachtsmänner eingeschickt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch du dein Bild einschicken willst, mach das einfach an eintauchen@kirchenaktion.de. Und jetzt wünsche ich dir noch einen super guten Sonntag.